dann gewinnen wir halt. Okay. Ganz ernsthaft, wenn ihr das macht, dann ziehen sich unsere Kameramänner und Aufnahmeleiter aus. Gleichzeitig. Jungs, wir müssen zusammenhalten hier. Der will nicht. Kubi. Fast wäre es erst ausziehen, dann Knutsch. Wir ziehen Kubi uns erst aus und knutschen dann. Aber siehst, merkst du, was hier passiert? Sei mal stand, mach hier nicht den Reichsranitzky. Hallo, die sagen, die wollen knutschen. Ja, aber hör doch mal. Raus, hallo. Miteinander. Guck mal, dass du es nicht verstehst. Das ist genau das Problem unserer Gesellschaft. Haben. Wir haben gerade gewonnen. Und anstatt wir jetzt mal feiern und stolz auf uns sind, kommen die mit der letzten und gefährlichsten Waffe, die Frauen haben. Wir haben gewonnen. Schon bei Odysseus die Sirenen gemacht haben. In meinem Kopf. Stellen die sich hin. Das Bild ist in meinem Kopf. Genau, mit diesem Bild. Die Magie dieses Teufels. Bis in dein Hirn, wie sie nackt miteinander knutschen. Ne? Hallo, das wird nie passieren. Das machen sie, um uns zu verwirren. Und damit sie letztendlich als Sieger rausgehen. Weil wir sind diejenigen, die dann nicht das kriegen, was sie wollten, dass sie aber nicht nackt sind. Aber seid ihr dann nicht die wirklichen Sieger? Wir haben jetzt hier gewonnen. Ich will mir das nicht mehr anhören. Ganz ehrlich, ich glaube, sobald die hinten in der Maske sind, knutschen die miteinander. Ja. Ich will auch diese Fantasie bitte beibehalten. Darf ich? Danke. So. Du bist so leicht käuflich, ne? Ich bin ja, sehr ich einfach bin gestrickt. Ich bin wirklich enttäuscht. Total enttäuscht. Wir haben jetzt noch wozu gibt's denn Pornos, wenn du dir hier dich so leicht hier von sowas, ne? Ja, aber das ist einfach nochmal was ganz anderes. Können wir jetzt mal ganz kurz das Thema auf was komplett anderes, wo wir euch schon mal da haben. Ihr kriegt ja mit, dass wir hier bei Late Night häufiger über Frauen und Männer und Manipulation und so reden. Hab's gehört, ja. Übrigens muss man an der Stelle mal sagen, dass Sandy ist unsere Redakteurin und hauptverantwortlich für die für die ganzen Sachen, die wir hier machen. Insofern, ja. Wir haben ja das Thema Mann und Frau. Ich habe einen kleinen Text geschrieben. Achtung! Nee, ich habe tatsächlich gestern habe ich mir gedacht, ich mich kein zurück. Gedicht, aber ich habe was würde Reichsranitzky sagen? Genau. Zu deinem Text. Ich glaube, er würde ihm sehr gut gefallen. Ich möchte mal eure Meinung dazu haben. Wir haben auch einen kleinen Film, der das gleiche dann, der das gleich noch unterstreichen soll. Dann gucken wir uns gleich an. Und zwar. Liebestag. Jetzt kommt wieder der Schleim. Sind wir mal ehrlich. Durch die Emanzipation haben letztlich alle mehr verloren als gewonnen. Frauen blockieren den Straßenverkehr, tragen im Sommer Jeans und können nicht mehr kochen. Männer rasieren die Brust, verbringen mehr Zeit mit dem Stylen der Haare als eine 14-Jährige, die zum ersten Mal in die Disco geht. Und trinken Wein statt Dosenbier. Die Generation Jogi Löw trägt Seidenschal und schwarze Designerbrille, wo unsere Altvorderen blanke, aber haariger Brust und eingeschränkter Sichtweite nur ihren Instinkten folgend Jagd auf Büffel und Wildschweine gemacht haben, um das Überleben des gesamten Stammes zu garantieren. Die Männer von heute brauchen Pappverstärker für Kaffeebecher und schauen lieber Dance Star als Death Star. Dabei gilt Science Fiction, also im Prinzip der fiktionale Blick in die Zukunft, als wegbereitend für den Mann. Luke Skywalker musste erst eine Hand abgeschlagen bekommen, bis er merkte, dass Softies in der gesamten Galaxis nur ausgenutzt werden. Die Emanzipation ist eine Bewegung, die aus verweichlichten, metrosexuellen Knaben wieder echte Männer machen soll. Als das starke Geschlecht ist es unsere Aufgabe, ein Recht auf Fußball, Körperbehaarung, Ehevertrag zu kämpfen. Da hat irgendwas gefehlt. Auch Captain Future. Auch Captain Future ist Befürworter der Emanzipation gewesen, denn er wusste, dass nur ein Mann für Recht und Ordnung unter den Planeten sorgen kann. Und das können wir auch beweisen. Wollen wir es uns kurz gemeinsam angucken? Bitte. An dieser Stelle möchte ich doch tatsächlich sagen, ein Text, der vielen Männern sicherlich aus dem Herzen spricht. Vielen Dank, dass du deine Gefühle zu Papier gebracht hast. Viele Männer sollten den Mut haben, das auch zu tun. Ich möchte mich auch im Namen aller Frauen öffentlich entschuldigen. Es tut mir leid. Ich fand das auch sehr ergreifend. Und es ist total männlich, sowas zu schreiben. Hast du gerade den geschichtlichen, das geschichtliche Gewicht dieser Aussage? Ja, wir haben das ist so wie, wenn sich der australische Premierminister bei den Aborigines entschuldigt, das wird übertragen. Hallo? Ja. Es tut mir leid. Frauen sind halt immer so mitfühlend. Sandy, kannst du ganz kurz da in die Kamera gucken? Kannst du dich kurz bitte für euer Geschlecht entschuldigen? Ich als Frau möchte mich im Namen aller Frauen dafür entschuldigen, dass wir die Dreistigkeit, Frechheit und auch Ignoranz besaßen, besser sein zu wollen als der Mann. Was wir letztendlich sind. Cut, das haben wir nicht mehr drauf, ne? So, jetzt schauen wir uns ganz kurz an, was Captain Future zu der Sache zu sagen hat. Das wird noch sehr viel Geld wert sein. So, könnt ihr das kurz abgreifen, die Regie? Habt ihr das drauf? Seid ihr soweit? Ja, mach go. Pam! Ist cool. Ende hoch, drehen Sie sich ganz langsam um. Sind Sie es? Future! Otto, nehmen Sie sie gefangen! Sie
sind und bleiben eben eine Frau. Können wir den letzten Satz nochmal? Mach ruhig nochmal die letzte Hälfte. Damit es nochmal klar wird, was hier passiert. Die letzten 10 Sekunden. Wir können das ruhig mal interpretieren. Ne? Sie, da fällt sie drauf rein. Otto, nehmen Sie erstes Sie Mal. Zweites Mal. Zack. Ja? Und jetzt? Sie sind und bleiben eben eine Frau. Das haben die gesendet. Was ist das denn, oder? Und da gab es schon Farbfernsehen. Ja? Ganz offensichtlich. Das kann doch nicht so lange her sein, oder? Super. Es kommt ja nicht von irgendwo her. Ich sage es. Nee, wir haben es ja auch zugeschickt bekommen, ne? Von ihm. Genau. Und zwar von Sturmcar. Der hat es gefunden. Dafür nochmal herzlichen Vielen Dank. Also top. Wenn Captain Future das feststellt. Ne? Also er und der kommt ja aus der Future. Das muss ja wissen, ne? Ja, das macht vielleicht weißt du ja schon, was jetzt nach der Emanzipation passiert. Ein Stück Hoffnung. Ihr seid halt einfach nur Frauen. Da könnt ihr auch nichts für. Das ist ja auch vollkommen okay, weißt du? Es gibt ja auch kleine Menschen, große Menschen, dicke, dünne Menschen, aber... Hier, ich wollte noch mal auf was hinweisen, wir gerade schon dabei sind, das ganz subtil und in ganz kleinem Rahmen bereitzutreten, dieses Thema Emanzipation. Haben wir gleich nochmal, kurz nochmal für euch einen Bericht, Emanzipation investigativ. Ihr wisst, wir gehen dem Ganzen mal ein bisschen wissenschaftlich auf den Grund und wollen einfach mal auch ein paar Situationen beleuchten, wie sie wirklich jeden Tag in unserer Gesellschaft passieren, ohne dass irgendjemand was dagegen tut. Hier ist nur ein weiteres Beispiel. Schöne Handtasche, ne? Ah, die ist ganz schick. Die kannst du zur Beerdigung tragen, die ist schwarz. Oder gehst du überhaupt hin? Nee, also ganz ehrlich, ich habe mir überlegt, weißt du, er war ja eh nie zu Hause und warum soll ich dann jetzt? Ach, der wird das auch gar nicht wollen, dass du da hingehst. Da legt er gar keinen Wert drauf, glaube ich. Muss man auch mal sehen, der hat immer nur gearbeitet, weißt du, und war nie zu Hause. Und dann, weißt du, jetzt heißt es dann so, ja, jetzt trifft sie sich mit Markus aus dem Fitnessstudio, aber ganz ehrlich, was... Ja, da würde ich aber auch die nächsten 2 Wochen kürzer treten. Jetzt bist du beim Bingo unten durch. In der lass mal 2 Wochen eher so ein bisschen Suche, weißt du? Aber dann haben sie ihn eh auch vergessen, glaube ich. Und dann ist auch gut. Die meisten haben den jetzt schon vergessen. Ja, war ja auch ein Arsch. Wenn er mal ein Arsch gewesen wäre, häufiger mal im Bett oder so, dann hättest du ja vielleicht auch den Tom und den Eugen da gar nicht gebraucht. Da ging ja schon seit Jahren nix. Nee. Aber wie findest du denn das hier eigentlich? Ui, zeig mal. Ist auch schön, ne? Sind das Blumen? Ja, ich glaube so kleine Röschen. Lilien oder was, ne? Süß, ne? Schön. Schick. Schön. Hast du auch von der Lebensversicherung? Ja, da hat er ja, das war ja das Einzige, worum er sich gekümmert hat. Ja. Da ist gesucht, ne? Und wo geht's hin mit dem Markus? Ja, mal schauen. Wieder, oder? Nee, wir haben uns überlegt, vielleicht auf Karibik oder so. Auch nicht schlecht. Mal schauen. Auch nicht schlecht. Ne? Hatte ich ja nie die Chance, mal zu sehen vorher. Nee, aber das stimmt. Ne? Der wollte ja, der wollte wo eine Eickel da immer, wo er seine Fortbildung hatte, weißt du? Ja. Ins Kurhotel. Da wollen wir mal hin. Ach, nee, aber schön, ich glaube, die nehme ich. Oder was ist denn mit der hier? Ein Glück haben wir das nicht zu lang gemacht. Wir haben das extra mal ungekürzt stehen lassen, um diese Frivolität einfach mal offen zu zeigen. Ich finde aber bei so einem Dreh, das kann man ja auch ruhig mal sagen, finde ich sehr schön. Es gibt ja immer diese Phase, wo man sagt, okay, wenn man hier einen Schnitt machen würde, dann wäre es richtig gut. Da wird es ein bisschen langweilig, aber dann gibt es wieder die Phase, wo man, okay, jetzt kann man auch jetzt wieder weiter konsequent. So, weißt du, einfach. Und hier ist dann Late Night. Konsequent ist es auch, apropos Hier ist Late Night jetzt zu Ende, aber wir sind schon natürlich am nächsten Wochenende um 23 Uhr zu einer neuen Ausgabe. Danke an die Damen. Schön, dass ihr da wart. Jetzt sieht euch aber auch aus.